Am nächsten Morgen erwachen die meisten von uns gut erholt. Wir waren, glaube ich, ausreichend müde, dass wir gut schlafen konnten. Beim ersten Blick aus dem Fenster wird uns schnell klar, was China vor allem ist. Ein nach wie vor landwirtschaftlich geprägtes Land. Auch wenn Boomstädte wie Shanghai die Schlagzeilen machen, weit mehr als die Hälfte aller Chinesen lebt noch immer in Dörfern. Ab jetzt wird zum Fenster rausgucken zu einer Art Meditationsübung, die wie von selbst funktioniert. Wolfgang ist evangelischer Pfarrer in Leimen bei Heidelberg. Mit seiner Lebensgefährtin Ellen hat er China schon an die 20 Mal bereist, oft mit ganzen Reisegruppen aus der Pfarrgemeinde. Ich bin in der Zeit groß geworden, wo China noch das absolute eines der absoluten Feindbilder war auf der Welt. Und wenn man dann hierher kommt, man hat ja überhaupt keine Vorstellung, wie dieses Land ist, was sich in diesem Land tut. Wenn man die Entwicklung verfolgen kann, so über 10 oder 12 Jahre, ist eine ungeheuer spannende Sache. Und die Offenheit der Menschen, die Neugier auch der Menschen, anderen zu begegnen, mit anderen zu reden. Gestern da hinten ein Gespräch gehabt mit einem Menschen aus Xi'an über den Islam. Er hat erzählt, er ist Muslim, was denken Sie über Islam und Radikalismus und so. Das sind Gespräche, die sich hier innerhalb von 5 Minuten ergeben. Oder ich denke an die Schüler, die einem in Städten auf der Straße begegnen und wissen wollen, wie ist es in Deutschland und wo kommt ihr her und gefällt es euch hier und solche Geschichten. Also das ist eine ganz spannende Sache. Was hat er dann gesagt über den Islam dort? Ich habe ihm dann erzählt, dass ich Pfarrer bin. Das hat ihn einen Moment erstaunt. Und am Ende sind wir übereingekommen, dass wir alle den Radikalismus ablehnen, in jeder Religion. Und dass es eigentlich möglich sein müsste, dass alle Menschen aus allen Religionen auf dieser einen Erde friedlich zusammenleben. Das war das Ergebnis. Das war eine ganz spannende Sache. Wir haben keine sogenannte europäische oder westliche Demokratie. Aber dann die Leute von Europa kritisieren immer, dass die Chinesen keine Demokratie haben. Doch, da machen wir heute Demokratie für das Land. Ja, Minzhu, das Volk bestimmt. Aber wissen Sie, 80% von der Chinesen sind der Bauern. Ja? 80% von 1,3 Milliarden Leuten sind der Bauern. Und noch dann über 40% von den Bauern sind nicht sehr gebildet, Analphabeten. Ich meine, die Demokratie, dann braucht man einen Prozess. Ja, ein Schritt nach einem Schritt. Ja, die Leute, die Demokratie haben wollen und müssen, sollen zuerst Demokratie verstehen. Draußen erblicken wir nach endlos scheinendem Ackerland mal wieder etwas Industrie in den Außenbezirken von Lanzhou. Nach über 18 Stunden im Zug deckt sich dort manch einer mit Proviant ein, unter anderem mit der beliebten Nudelsuppe. Wie isst man die? Mit Stäbchen, schlürfen. Stäbchen und ziehen, bis sie weg sind. Kurz danach überqueren wir den legendären Gelben Fluss. Mit seinen rund 5000 Kilometern Länge hat der zweitlängste Fluss des Landes noch ein paar Kilometer mehr auf dem Buckel als unsere Bahnstrecke. In der Nacht werden wir in die Himalaya-Region vorstoßen. Sag ich doch. Da schadet es nicht, dass wir noch mal ein ordentliches Abendessen zu uns nehmen. Es gibt Reis, lecker saftiges Gemüse und amerikanisches Bier. Die Stadt Golmud erreichen wir kurz vor 7 am nächsten Morgen. Noch 1142 Kilometer bis Lhasa. Ab jetzt geht's vor allem bergauf. Zwei zusätzliche Dieselloks werden behilflich sein. Und Klaus kümmert sich um gute Bedingungen zum Fotografieren.
Da ist schon Eis drauf. Von jetzt ab kämpft sich der Zug über eine Steigung nach der anderen. Immer dem Scheitelpunkt der Strecke auf 5072 Höhenmetern entgegen. Unsere Augen schweifen stundenlang über die tibetische Hochebene. Nie schien mir ein Horizont weiter entfernt. Die Frage nach einer sinnvollen Beschäftigung während der langen Fahrt erübrigt sich. Das ist doch ganz einfach. Frühstücken und Fenster gucken. Das ist ja Fernsehen, Breitbandfernsehen. Farben, ihre Farben. Ist der Weiher Zug fuhren? Nee, nicht ganz. Ah ja? Ein Stück. Ja.